ist ein ganz bewegendes Erlebnis, nämlich sozusagen die Übergabe auf die nächste Generation. Also das ist ein klassischer 80er-Titel und was wir jetzt machen, freut mich sehr. Du machst das Intro, dieses berühmte Pfeifen, das kriegt keiner so hin wie du. Und dann übergeben wir musikalisch den Staffelstab weiter. Hier ist Wind of Change. Max Giesinger und Michael Schulte. To the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Michael Schulte, Max Giesinger und Klaus Meine. Zwei Generationen, ein Song, live in Hannover, begleitet von den Heavy Tones. Danke für diesen Moment. Danke ihr beiden. Klaus. Ganz schön. Das war richtig, richtig schön. Man hat mehrere Sachen gemerkt. Erstens, was für ein tolles Lied das ist. Zweitens, was für tolle Sänger ihr seid. Kompliment. Und drittens, danke, dass es offensichtlich musikalisch einfach weitergeht. Es ist wunderschön, wie die beiden das gesungen haben. Ja, also ich muss auch sagen, für mich ist das... Vielen Dank. Dankeschön. Für mich ist das auch ein ganz besonderer Moment. Erstmal, das sind zwei wirklich coole Jungs. Und nicht nur das, sondern die haben auch wirklich ganz, ganz starke Stimmen. Und ich weiß, die beiden sind Buddies seit vielen Jahren. Und wenn man die beiden zusammen singen hört, ist einfach Gänsehaut pur. Ja. Ist einfach fantastisch. Und das hat mir großen Spaß gemacht, damit einzusteigen. Wir hatten erst gesagt, vielleicht mache ich nur das Intro. Und dann hat es mich so reingezogen und habe gesagt, ah komm, wir machen das Ding und bringen das zu Ende nach Hause. Und haben einfach viel Spaß gehabt.
Max, wann bist du geboren? In welchem Jahr? 1988. 88 geboren. Ich mehr so viel von 80er gerade noch so. Von Walter Momper schon mal was gehört? Ja, schon im Geschichtsunterricht, aber jetzt. Gut, ist ein guter Geschichtsunterricht gewesen, ja. Muss man sagen. Ist gut gehalten. Bismarck, Momper, so die großen. Genau, die großen Das muss man ja schon sagen. Er ist 1988 geboren, ich bin 1990 geboren. Wir kennen es eigentlich nicht anders. Wir sind in einem vereinten Deutschland aufgewachsen und das ist für uns selbstverständlich. Und es ist eine unfassbare Ehre, jetzt so einen Song mit so einer großen Bedeutung hier mit Klaus Meine zu singen. Das hätten wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können, irgendwann mal, als wir noch ganz klein waren. Habt ihr erst gezuckt, als man euch gesagt hat, komm, singt dieses Lied? Habt ihr sofort Ja gesagt? Ich fand das nämlich toll, von Anfang an. Wir haben echt überlegen müssen, weil es halt einfach ein Welthit ist. Ne? Das ist eine der größten Hymnen, die jemals geschrieben worden sind. Und dann sollen wir zwei kleine Sänger denn irgendwie nachspielen. Und deswegen haben wir uns so gedacht, da müssen wir echt eine ganz andere Version machen, weil sich mit der Version zu messen, die du da mal rausgehauen hast. Also der Chef ist happy und ich kann euch sagen, ihr habt dem Lied nicht geschadet. Die Jungs haben das toll gemacht. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass die junge Generation diese Botschaft weiterträgt.